Ja, willkommen zur ersten Übung mit GIMP. Jetzt geht es darum, mal erste Schritte in GIMP zu machen. Wir wollen dann ein kleines Gesicht zeichnen. Dazu gilt es erst einmal GIMP zu starten. Ich arbeite jetzt hier unter Ubuntu. Unter Ubuntu verhält sich GIMP an und für sich genauso wie auch zum Beispiel unter Windows. Als erstes gilt es einmal GIMP zu starten. Ich gehe in den sogenannten Dash. Dash wird mir hier eingeblendet, wenn ich hierher klicke. Gebe hier oben GIMP ein. Das wird mir dann eingeblendet, was mit GIMP zu tun hat. Ich klicke hier drauf mit der linken Maustaste. GIMP wird gestartet. Man sieht das hier, in dem Fall in der Version 2.8. Man sieht hier, dass GIMP in einem Fenster dargestellt wird. In früheren GIMP-Versionen war das noch anders. Da konnte man, hier oben haben wir die Menüs hier unter Ubuntu. Wenn man hier auf Fenster geht und das Einzelfenstermodus beendet, da hat man drei verschiedene Fenster, die man hier verwenden konnte. Und seit der Version GIMP 2.0.8 kann man eigentlich sehr die Version, den Einzelfenstermodus verwenden. Den verwende ich jetzt auch hier in diesem Fall und habe hier ein einziges Fenster. Habe hier auf der linken Seite hier die Möglichkeit, diese Werkzeugleiste hier einzustellen. Auf der rechten Seite gibt es auch eine Werkzeugleiste, beide Leisten. Und deren Funktionen werden wir in den nächsten Übungen kennenlernen. Als erstes gilt es natürlich, eine sogenannte Zeichenfläche zu erzeugen. Das macht man hier, indem man in den oberen Bereich hier fährt und dann Datei neu wählt. Ich könnte genauso gut auch hier herinnen sein, rechte Maustaste, wähle hier den Eintrag Datei neu. Und es wird mir vorgeschlagen, wie viele Bildpunkte in der Breite und in der Höhe meine Zeichenfläche haben sollte. Also die Zeichenfläche wird immer hineingemalt. Ich belasse jetzt in diesem Fall hier die Einstellung 640x400. Und klicke auf OK und bekomme eine weiße Zeichenfläche. Da ich ein Gesicht machen möchte, und dieses Gesicht sollte doch symmetrisch sein, werde ich sogenannte Hilfslinien verwenden. Und diese Hilfslinien kann ich erzeugen, indem ich mit der linken Maustaste hierher gehe, auf diesen Bereich hier, und wenn ich die linke Maustaste gedrückt lasse und sie herunterziehe, siehst du, dass hier eine Linie entsteht. Ich habe jetzt hier eine, in dem Fall waagrechte Hilfslinie erzeugt. Wenn ich jetzt hier zum Lineal gehe und die linke Maustaste gedrückt lasse, kann ich sie herüberziehen, ziehe sie etwa in die Mitte und weiß dann, dass hier dann ungefähr mein Gesicht dann entstehen sollte. Als nächstes gehe ich zur sogenannten Toolbox, hier zu den Werkzeugen, und wähle mir das entsprechende Malwerkzeug. In dem Fall wähle ich meinen Stift aus. Und mit diesem Stift könnte ich jetzt zum Beispiel eine Nase zeichnen. Könnte ich entlang dieser Hilfslinie machen. Ich gehe sie her, zeichne das so runter, versuche halbwegs senkrecht das zu machen und habe jetzt hier eine Linie erzeugt. Vielleicht noch ein Hinweis zu dieser Hilfslinie. Diese Hilfslinien sind kein Teil des eigentlichen Bildes, sondern sie helfen mir nur jetzt, mich besser hier auf dieser Zeichenfläche zurechtzufinden. Das heißt, wenn ich mein Bild dann ausdrucken würde oder abspeichern würde, würden diese Hilfslinien nicht mit ausgedruckt werden. Ja, als nächstes könnte ich dann zum Beispiel hergehen und könnte mir dann überlegen, ich möchte jetzt noch zwei rote Augen machen. Und du hast aber schon gesehen, dass ich in Schwarz gemalt habe. Und dann sehen wir hier bei dem Bereich schon Vorder- und Hintergrundfarbe. Das hier ist die Vordergrundfarbe und das ist hier die Hintergrundfarbe. Das heißt, ich male immer mit der Vordergrundfarbe. Wenn ich jetzt einen rote Augen machen möchte, klicke ich hinein in die Darstellung der Vordergrundfarbe, wähle mir hier eine dieser verschiedenen Farben aus. Ich kann ja verschiedene Arten von Farbdarstellungen wählen. Ich muss jetzt nicht so genau darauf eingehen. Ich bleibe jetzt hier einfach. Klicke hier zum Beispiel her und bekomme dann hier die gewählte Farbe eingeblendet. Klicke auf OK. Man sieht, dass sich auch hier etwas verändert hat. Ich habe hier dann mein Malwerkzeug. Dann könnte man jetzt überlegen, dass ich das Ganze jetzt zum Beispiel nicht mit dem Stift mache, sondern hier mit dem Pinsel. Und fange jetzt hier mal an, so einen Augenbereich zu malen. Ich möchte keinen Schönheitspreis gewinnen. Ja. Vielleicht noch ein Hinweis hier auf der linken Seite. Wenn ich oben eine Einstellung vornehme, verändert sich hier unten auch dann die entsprechende Einstellung. Und ich könnte hier zum Beispiel auch die Deckkraft verändern. Das reduziert sich, wenn ich jetzt hier male. Dann siehst du, dass die Zeichenfläche nicht mit derselben Stärke dann gemalt wird. Ja. Wenn mir das jetzt nicht so gefällt, könnte ich jetzt, schauen wir mal, rechte Maustaste, bearbeiten, rückgängig Pinsel, und der letzte Schritt wird rückgängig gemacht. Ich setze also die Deckkraft wieder herauf,
schon mal was schneller geht, wie es besser gesetzt ist. Mach's vielleicht so. Das richtige Werkzeug ausgewählt, gehe jetzt hierher, zeichne jetzt hier in dem Fall das rechte Auge. Ja, damit habe ich jetzt ein rotes Auge gezeichnet. Und als nächstes könnte ich dann zum Beispiel daran gehen, dass ich einen blauen Mund zeichne. Ich gehe jetzt wieder hierher, verändere die Vordergrundfarbe, wähle mir hier etwas aus, wähle mir hier wieder diesen Pinsel aus, beziehungsweise belasse ihn und gehe jetzt hierher und male dann einen blauen Mund. Also das Gesicht bekommt schon langsam entsprechende Formen. Und jetzt könnte ich mich entschließen, zum Beispiel so einen Bart zu zeichnen. Ich habe das hier gewählt, wähle wieder eine andere Hintergrundfarbe. Der Bart sollte bei mir jetzt schwarz sein. Ja, als Farbe könnte ich damit zufrieden sein. Ich möchte doch einen etwas dickeren Bart haben. Dann verändere ich jetzt hier die Größe. Verstärke das Ganze. Ja. Schauen wir, was das jetzt dann wird. Und gehe jetzt hierher und zeichne dann einen dementsprechenden Bart. Oh, man merkt schon, ich habe keinen schwarzen Bart erwischt, sondern eher einen grünen Bart erwischt. Ja, nehmen wir mal davon aus, dass unsere Fantasiegestalt davon ausgeht, dass das auch mit einem grünen Bart funktioniert. Als nächstes könnte ich mir überlegen, gut, jetzt habe ich hier dieses dieses Gesicht gemalt und jetzt möchte ich es aber, sage ich mal, dass diese ganze Abbildung an und für sich zu groß ist. Das heißt, ich möchte es zurechtschneiden. Mein Gesicht, gehe jetzt hierher zu diesem Werkzeug, das Zuschneidewerkzeug, ziehe jetzt hier bei gedrückter linker Maustaste hier ein Viereck auf. Könnte sagen, okay, so passt es mir auch. Drücke jetzt auf Enter und es wird zugeschnitten. Wenn ich mir aber denke, ja, ich möchte das aber genau so haben, wie auch hier dann die Außenmaße sind, also dass es genau bis hierher geht, gibt es eine praktische Funktion, sogenannte automatisch schrumpfen. Und es wird hier genau so eingestellt, dass es dann genau die Außenmaße dann der Grafik dann einnimmt. So kann man dann dementsprechend auch ja, Platz sparen, wenn man mehrere Gesichter auf eine Seite zum Beispiel dann bringen möchte. Ja, jetzt geht es darum, das Ganze natürlich auch zu speichern. Da muss man aber GIMP zwei Sachen berücksichtigen. Die erste Sache wäre hier das Speichern im GIMP-eigenen Format. Wenn ich jetzt hier gehe auf Datei, Speichern unter, dann kann ich das Ganze im sogenannten XCF-Format speichern. Ich habe mir am Desktop einen Ordner GIMP eingerichtet, dann möchte ich das Ganze dann hineinspeichern. Wähle mir hier jetzt als Dateinamen zum Beispiel 002 aus. XCF wird schon vorgeschlagen. Das ist, wie gesagt, das GIMP-eigene Dateiformat, so wie es auch beim Write oder das ODT-Format gibt oder beim Word zum Beispiel Doc oder DocX gibt es eben das XCF-Format. Klick auf Speichern. Mir dann vornehmen, dass ich das Ganze auch in einem eigenen Grafikformat speichere, also zum Beispiel in einer PNG oder einer GIF oder JPEG-Grafik. Diese Grafikformate dürften ja aus dem Internet ja auch bekannt sein. Und ich möchte jetzt einmal speichern. Das bedeutet hier in diesem Fall, man exportiert. Ja, ich gehe auf Exportieren. Und er schlägt mir hier vor PNG, das ist ein sehr verbreitetes Format, ich könnte auch hierher gehen, bei Datei nach Änderung könnte ich ein anderes Format wählen. Bin aber auch für sich jetzt mit dem zufrieden, klicke es hier weg, habe 002 PNG, klicke auf Exportieren und werde jetzt gefragt nach einzelnen Einstellungen. Die kann man in der Regel gleich belassen. Was man schon berücksichtigen sollte, ist hier dieses sogenannte Kompressionsniveau. Da könnte man sich dann entscheiden, ob man ein höheres oder ein geringeres nimmt. Wenn ich eine hohe Kompression wähle, dann bekomme ich eine sehr kleine Datei, könnte aber den Nachteil haben, dass dann die Qualität nicht so günstig ist. Also wenn man hier 6 wählt, dann wäre das so eine Zwischenstufe, die ich dir jetzt einmal empfehlen würde. Ich klicke auf Exportieren und die ganze Grafik wird dann hier exportiert. Wenn ich in mein Fenster minimiere und dann hier diesen Ordner hineingehe auf den Desktop, habe ich hier diese Datei, die ich gerade exportiert habe, den 002 PNG. Wenn ich dann Doppelklick mache, wird sie mir dann angezeigt. Das wäre diese Grafik, die ich da vorhin gerade erzeugt habe. Wenn ich hier weiterarbeiten möchte, gehe ich natürlich wieder zu GIMP zurück. Bin dann herinnen und könnte das Ganze dann zum Beispiel auch noch in einem anderen Format exportieren, im JPEG-Format. Machen wir das gleich mal.
dass man gleich sieht, wie das geht. Das könnte ich jetzt entweder hier herum machen, indem ich .jpg, also JVEC-Datei, auswähle, oder ich gehe hier herum, suche dann nach den entsprechenden Einstellungen, hier JVEC-Bild, das wird hier oben auch wieder automatisch eingetragen und ich klicke auf Exportieren. Hier wiederum derselbe Punkt, wenn ich hier eine höhere Anzahl wähle, dann hat es eine größere Dateigröße, aber die Qualität ist eben dementsprechend auch hoch. Wenn ich jetzt hier runtergehe auf 60 zum Beispiel, exportieren, dann wird das hier wiederum abgespeichert und ich schaue mir das in dem Ordner an. Und das wäre in dem Fall hier dann diese JPEG-Grafik. Ja. Unterschiede gibt es da unter Umständen, was die Dateigröße betrifft. Wenn ich das jetzt hier auswähle, werden mir 10,7 KB unten angezeigt. Wenn ich jetzt hierher gehe, 35,1. Also in dem Fall wäre meine JPEG-Grafik, würde weniger Speicherplatz verwenden. Ja, jetzt sollte man das Bild nochmal kontrollieren. Und da fällt mir auf, dass das Bild nicht so geschrumpft wurde, nicht so automatisch geschrumpft wurde, wie ich es gedacht habe. Ich probiere das jetzt noch einmal. Gehe hier zu dem Schrumpfwerkzeug. Ja. Klicke hier auf automatisch schrumpfen und ich schlage mir das hier vor und wesentlich, dass das Schrumpfen auch dann abgeschlossen wird, dass ich hier mit einem Doppelklick auf die linke Maustaste das Ganze dann abschließe und dann könnte ich das Ganze jetzt hier noch einmal dann speichern und exportieren. Ja, soweit haben wir jetzt also gelernt, wie man ein Bildzeichen mit unterschiedlichen Werkzeugen, dass man hier unterscheiden kann zwischen Vor- und Hintergrundfarbe, dass man sie verändern kann und dass man auch dann ein Bild zuschneiden kann. Ja, und dann auch automatisch schrumpfen kann, das Ganze abschließt mit einem Doppelklick mit der linken Maustaste und dass man ein Bild im GIMP-eigenen Format speichern kann, XCF-Format und dann auch exportieren kann, zum Beispiel im PNG- oder JPEG-Format.